Hallihallo und willkommen zurück zu Hex Heresy of the Wizard. Ich glaube, wir sind in Folge 26 und wir haben immer noch das wunderschöne Bild von uns um die Ohren fliegende Arkbolts vor Augen. Und ich kann insofern auch sagen, wenn wir diese Tür öffnen, haben wir auch erstmal eine Menge Arkbolts, die uns ins Gesicht fliegen. Ja. Es könnte etwas schwierig werden, da noch rauszukommen. Und wir müssen hier auf jeden Fall strategisch ein paar Formwars platzieren, damit wir überhaupt in der Lage sind, irgendwo durchzukommen. Und Regen caste ich jetzt nochmal, damit der Schaden, den wir gerade schon bekommen haben, erstmal noch ein bisschen vielleicht wegheilt, bis wir so ein gewisses Zeitfenster hier haben. Weil es scheint einen gewissen Rhythmus zu geben, oder? So mehr oder weniger zumindest. Und ja, okay. Dann würde ich sagen, da wir jetzt gerade in einer relativ sicheren Ecke sind, oder was heißt relativ? Ich denke, die Ecke ist sicher. Mal gerade schauen, was brauchten wir? Ja, okay, da können wir also nichts zaubern, weil Anti-Magie-Zone. Die fliegen aber auch noch relativ selten nach da links. Also was brauchten wir hier für einen Schlüssel? Okay, gar keinen. Das ist irgendein Druckknopf oder sowas basiertes Tür. Ich gute Deutsch wieder mal. So, dann versuchen wir mal unser Glück hier. Nein, 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 nein. Hier ist ein Schlüssel. Was ist das für eine? Gold Key. Okay. Okay, das war nix. Ja, wie schon in der letzten Folge gesagt, dieses Level ist Spaß pur. ja. Versuchen wir. Okay. Das hat sehr hervorragend geklappt, also. verdammt. Was machen wir da am blödesten? Gucken, fliegen die soweit eigentlich alle im gleichen Winkel? Denn eventuell können wir den teilweise irgendwo ausweichen. Zum Beispiel jetzt, man hat ja auch sehen können, die sind hier irgendwie großteils auf der rechten Seite da geflogen. Und prallen dann so ein bisschen an der Wand da links ab und kommen dann wieder auf der linken Seite hier zurück. Also die scheinen auch auf diese Viertelfelder angewiesen zu sein. Und ich glaube, wir heilen uns mal lieber hoch. Gucken, ob das so geht. Ja, nicht wirklich. Oder nur minimal. Nee, da laden wir lieber nochmal. Geht jetzt in dem Moment erstmal schneller. Und wir versuchen es einfach. Okay, könnte es so schwierig werden, hier rauszukommen. Mal schauen. Okay, müssen wir eventuell erstmal jetzt... Wie? Können wir hier keine platzieren? Okay. Warum? Aber da geht's. Merkwürdig. Vielleicht wegen diesen Bannern dort, dass die als eigene Blöcke zählen? Oder als eigene Felder? Wäre vielleicht möglich. So, dann versuchen wir mal vielleicht, ob wir hier durch irgendwas platzieren können. Auch wenn ich es nicht glaube, ne? Boah, das ist gerade eine echt ausweglose Situation, würde ich sagen. Mal ein bisschen rumprobieren, vielleicht finden wir ja noch irgendeinen Weg. Gucken, dort wird es auch gehen, auch wenn es keinen wirklichen Sinn ergibt. Tja, was machen wir da? Wir können natürlich versuchen, Anti-Mage zu spammen, so ein bisschen. In der Hoffnung, dass wir wie jetzt zum Beispiel einen etwas sichereren Ort finden. Auch wenn wir hier gerade getroffen werden, allerdings, ich sehe diesen Ort mal als sicher an. Relativ gesehen. So, das heißt, wir könnten jetzt vielleicht bis hier hinkommen. Okay. Gut. Und wir müssen leider in diesem Level relativ häufig speichern, weil wir ansonsten einfach nicht wirklich weiterkommen. So, und jetzt einmal eine Formwall, die wir nach
da packen. Okay. Also was brauchen wir hier? Gold Key. Perfekt. Aber habe ich noch hingepackt. Da. Okay. Gut. Sind wir schon mal einen etwas chaotischen Schritt weiter? Ja, okay, und hier ist wieder eine Antimagie-Zone drin. Aber wenigstens zaubert er von sich aus auch nicht, sodass wir da erstmal nichts zu befürchten haben. Und wie wir sehen, unsere Form Wars sind auch schon wieder weg, weil die Arkbots schon wieder zu uns durchkommen. Gut, zaubern macht ja absolut keinen Sinn. Und boah, so müssen wir halt auf jeden Fall. Und wir können auch mal drauf achten, an der Stelle, welche Waffen hier eigentlich zuschlagen und welche nicht. Das könnte auch eine sehr nützliche Sache sein. Ah, okay. Nordwärts. Okay, da oben waren wir vorhin, oder was heißt vorhin, eben gerade so ein bisschen festgehangen. Gut, hier lag doch irgendwo was, oder? Genau, ein Serpent Key. Ah, geben wir mal dir hier. So, ah ne, jetzt bevor wir diesen Knopf drücken, erstmal noch mitnehmen, was hier liegt. Und ich denke, das. Ach, das ist ein Bogen. Okay. Und noch ein paar Pfeile, die wir bestenfalls verkaufen werden. So. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich wette mal, irgendwo wird eine Wand entstehen oder verschwinden. Und. Okay. Wo? Ach, da oben die Tür ist auf. Ja. Und dahinter ist ein Knopf. Und eine Kleinigkeit ist jetzt auch noch, dass die Arkbolts auch da hinten reinfliegen. Ist auch nicht unbedingt so schön, aber hey, egal. Gut, also, ich glaube, ich habe gerade schon mal gespeichert, aber wie auch immer. Da müssen wir erstmal jetzt versuchen, wieder Fuß zu fassen. Nein, das war nix. Okay, ich glaube, hier sind wir sicher. Und wir haben hier trotzdem ein Antimagiefeld. Gucken, kommen die auch hier links lang? Scheint nicht so. Okay, das ist wiederum für uns sehr positiv. Dann haben wir hier wenigstens ein bisschen Ruhe. Und hoffentlich auch mal... Ja, okay, kein Antimagiefeld. Hurra! Gut, dann heilen wir uns erstmal wieder etwas hoch. Und zwar mit Direktheilung und mit der Heilung über Zeit. Und was haben wir hier Schönes? Okay, komm, hier haben wir hier irgendwas dahinter, was wir sehen können. Ja, okay, das sind so zwei, drei Mobs. Ja, das könnte zu schaffen sein, wenn wir nicht gerade uns total doof anstellen, wo ich ja generell ziemlich gut bin. Also beim doof anstellen. Jo, aber wir machen jetzt trotzdem einfach mal durch, nur für den Fall. Hier scheint zumindest kein Antimagiefeld zu sein in der Gegend. Ansonsten würden unsere Buffs ja auch mal verschwinden. Und das tun sie nicht, Gott sei Dank. So. Confuse lassen wir und hier nehmen wir Arcbolt. Dann, damit wir jetzt nicht irgendwie unseren Progress verlieren, speichern und... Na, ich hoffe, der hält es noch eine Weile durch mit den Confuses. Okay, scheint ja ganz gut zu klappen. Ach, da ist noch einer. Okay. Nein, auch du darfst weglaufen. Also haben wir euch wenigstens schön in der Ecke. Da könnt ihr nicht sonst wohin laufen, sondern und zauen. Und welche Waffen schlagen zu? Das sind genau die falschen. Ach, verdammt. Das heißt, wir müssten mal hier kurz tauschen und hier kurz tauschen. Okay, das hat es jetzt sehr gebracht. Aber ich denke mal, das bedeutet dann auch, dass wir doch wieder auf die Earthblade zurückgreifen sollten, denn die, zumindest die vorne greifen anscheinend nicht passend an. Das ist echt nicht schön.
Tja, dann heißt das wohl, wir behalten die beiden, die jetzt in den rechten Händen sind. Und jetzt müssen wir gleich nochmal drauf achten, ob der Zastav mit dem zweiten Battlestaff eigentlich angreift. Ich würde schätzen, ja, aber ich weiß es halt nicht. So, tja, was ist jetzt besser? Egal. Lassen wir es einfach mal in der Hand, auch wenn das wahrscheinlich eher doof ist, aber egal. Und immerhin kriegen wir jetzt wirklich mal ein paar Common Keys, nachdem wir jetzt durch die ersten paar Türme ja durch waren, ohne auch nur einen einzigen zu bekommen, soweit ich mich erinnere. So, und hier haben wir sonst genascht. Das heißt, auf zurück, und hier haben wir wieder Antimagie. Okay, wohin? Ja, okay, ich denke mal, es ist eigentlich schon relativ klar, wo wir hin sollen. Und, wobei keine Antimagie fällt, unsere Waffen ja teilweise noch da, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal auf jeden Fall da oben hin. Das heißt, da sollten wir dann schnell sein, weil wir vorher hier eine Formwall platzieren oder zwei. Na, wobei, ich denke, eine dürfte eigentlich reichen. Und dann nur schnell dahin. Knöpfchen drücken. Was immer das ist, mitnehmen. Oh ja. Und hier liegt hier noch was. Komm. So, und bevor die Formwall wieder verschwindet, was auch demnächst schon passieren dürfte, dann. Ja, okay, was haben wir gerade aufgenommen? Wo haben wir es hingetan? Hier hin. Scroll of Renew, okay. Also, Heilung über Zeit. Na, supi. Okay. Also, Knöpfchen gedrückt. Was hat das geändert? Zumindest nichts in dem Bereich, wo wir jetzt sind. Soweit ich das sagen kann. Weshalb ich mal schätze, dass wir wieder zurück müssen. Also, wenn die Formwall verschwindet, dann wieder zurück über die Druckplatte. Aua, ja, genau. Genau da lang. So, also. Versuchen wir es wieder mit Anti-Mage. Es sind irgendwie weniger, oder? Habe ich den Eindruck. Ja, das erklärt, warum es weniger sind. Und da sehen wir auch direkt die Arkbolt-Kanone. Okay, haben wir das auch geschafft. Dragon Ale, was war das nochmal? Intelligenz plus 1. Okay, wer von euch beiden Magiern hat denn momentan weniger? 45 und 45. Ja gut, dann geben wir es mal unserem Heiler. So, und dann haben wir dich. Dann würden wir jetzt erstmal wieder ein paar Sachen soweit zaubern. Nämlich unsere Buffs, die wir auf jeden Fall brauchen. Und dann. Ja, ich denke, mit Confuse arbeiten wir hier. Und Serpent Key haben wir den? Ich glaube ja, ne? Ja, genau. So, dann, hallo. Darfst dich einmal verhauen fühlen und hast wenigstens anscheinend keine große Resistenz gegen Confuse. Was immer eine gute Sache ist, weil es ansonsten ziemlich nervt, wenn man denen so Confuses entgegenwirft und die einfach ignorieren, was man da macht. So, dann das. Sind eigentlich die anderen Taschen noch voll? Ja, okay. Gut, haben wir das also auch überstanden. Und gucken mal, was jetzt im nächsten Level auf uns wartet. Wiseye, okay. Ah, sehen wir schon ein bisschen was von der Karte? Nö, natürlich nicht. Wir haben ja auch nicht wirklich was erkundet bisher. Okay. Da haben wir ein paar Handschuhe, die wir aufnehmen können. Gut, was bringen denn die? Von minus 37 zu 38. Okay, die sind auch besser. Das heißt, die geben wir mal dir. Und hier hinten braucht ihr auch schon keine mehr. Oh. Boah, dass die hier durchschießen können, das finde ich so krass. Ich glaube, ich kann das nicht, oder? Probieren. Ach doch, es geht. Okay. Au. Am besten nicht uns selbst treffen. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir ihn so ein bisschen ausschalten können dadurch, aber. Nee, es sieht eigentlich nicht so aus.
Schon haben wir noch ein paar Feuerbälle vielleicht. Wie wär's damit? Ne, komm, lassen wir das. Okay, also. Einmal Torch neu casten und dann. Ah ja, die Leute sind nochmal wieder am Verhungern, was ja nicht gerade selten der Fall ist. Also. Ein Ei für jeden. Wobei, ja, du kriegst erstmal noch den Keks und. Ach, da müssen wir auch nochmal Earthblade neu casten. So. Gut, den Rest haben wir schon und dann. Mal schauen, was uns hier so begegnet. Okay, ein paar Mobs und hier. Ach, hier ist ein Drehfeld in der Mitte. Okay, was war das? Ach, okay, ich dachte, da wäre ein Knopf gewesen, aber nicht wirklich. Oh, okay, da ist der eine Magier von eben. So, und, okay, passt. Ansonsten hätte ich jetzt fast nochmal das Anti-Magie-Dingens nochmal gezündet, weil gegen Magier und so. Chimera Blood erhöht die Lebenspunkte auf über Maximum. Okay, gut. Könnte halt auch indirekt auch ein Heiltrank sein, denke ich. Oder was heißt indirekt? Wahrscheinlich sogar ziemlich direkt. Und das erhöht, oder das heilt auf die vollen Lebens- und Magiepunkte. Gut, nehmen wir auch gerne mit. Ein Brot, oh yeah. Und ansonsten lag da. Ah ja, okay, wieder rot auf rot. Ach, das ist so schlimm hier. Ansonsten haben wir wirklich scheinbar zumindest nascht. Okay. Gut, dann mal gucken. Night Key. Haben wir natürlich nicht. Weswegen ich jetzt einfach mal die Hypothese aufstelle, dass die andere Tür wahrscheinlich einen Ruby Key erfordert, oder? Ach ja, Hypothese bestätigt. Mal gucken. Mind Rage. Okay. Hat zwar allen Schaden zugefügt, angeblich, zumindest laut. Ach doch, sind ja auch einige gestorben bei. Na gut, da sage ich nicht nein. Nein, wir müssen gleich einmal wegconfusen. So, okay. Das war wieder etwas. Au! Einfach hier ein Arkwort ins Gesicht schlagen. Gibt's ja wohl nicht. Okay, also einmal ein paar Buffs wieder bitte. Denn die werden wir brauchen. Okay, haben wir soweit. Dann Fireball passt auch. Confuse nutzen wir weiterhin. Und dann macht das hier. Ach, und da sind ja noch eine. Okay. Gut, dann hätten wir das auch und ich denke mal, wir schauen einfach in der nächsten Folge mal weiter, wo wir hier so noch so hinkommen. Und in dem Sinne danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.